Tag. Hallo. Und weiter geht's. Wir haben diesmal deutsche Anime-Openings rausgesucht, damit das Verkalte nicht so schwer ist, wie jetzt eben gerade gewesen. Ich gucke ja privat auch sehr viele Animes, auch auf Japanisch, und du kannst... Ich lese eher Mangas, also... Ja, Mangas. gut, machen wir eine neue Liste. Runde 2. Ups, der Tisch. Extra fett. Hast du? Extra Sonntagsschrift. Gut. So, los geht's. Ja, Doremi ist klar. Dragon Ball. Dragon Ball. Z, um genau zu sein. Das stimmt. Opening 1. Ja. Inuyasha! Ma, Inuyasha! War richtig nice. Voll cool. Detektiv Conan, Opening 1. Ja. Detektiv Conan, das erste Opening. Yay! Bist du bitte auf damit? Okay. Danke. Digimon, das Digitationslied von der ersten Staffel. Ich hätte was anderes gesagt. Was denn? Was hättest du gesagt? Ich hätte, wäre eben nicht Detective Conan gekommen, hätte ich Detective Conan gesagt. Was? Hast du Digimon noch nie gesehen? Doch, aber die Liebe kann ich warten. Das ist am Anfang, das ist auch so. Und dann geht's, die Liebe kann nicht warten. Ja. Ja, aber Digimon ist Digimon. Deswegen. Ja. Voll nice. Flint der Zeit. Flint der Zeit heißen wir. Ja. Ich denke mal, das ist wirklich ein Anime. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ein Anime ist. Können wir gleich mal googeln danach. Wieder Fox Kids. Jean, die Kamikaze-Diebin. Hurra! Kickers. Ja. Kickers. Einmal die Kickers, bitte. Naruto. Naruto, auf jeden Fall. Naruto, bitte. Sakura ist mir in der ersten Staffel immer so auf den Geist gegangen. Immer so, ah, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Was? Ich habe das Intro, das Opening gehasst, muss ich sagen. Das geht. Ich fand es schrecklich. One Piece. One Piece. Alles zu bekannt. Ja. An Deutsch. Spur, für dein Weg dich übers Meer. One Piece!
Brooke finde ich voll cool. Das Skelett. Pokémon. Der macht uns das zu leicht. Oder die. Ja, die machen es echt viel zu leicht. Es gibt viele Animes auf Deutsch auch, die man nicht so kennt. Ich will der Allerbeste sein, keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne deine Schicksal. Ranma 1/2. Ja. Ach. Ja. Moment, das klingt nach einer Live-Aufnahme. Seit wann die sind mal live aufgetreten? Bestimmt. Ach, Sailor Moon. Ja, Sailor Moon, genau. Du gonna do no Sailor Moon. Chin Chan. Ha. Looking for trouble, he's your man. Chin Chan. Hast du eigentlich gewusst, dass dieser Junge nur Chin heißt und Chan? Also eigentlich Shin-Chan heißt. Hm? Nur, also der Junge heißt der Shin, ne? Hm? Aber Chan ist ja eigentlich nur eine Verniedlichung. Hm? Das heißt, er heißt Shin niedlich. Voll dämlich, aber cool. Monster Ranger. War gerade abgelenkt. Oh. Oh ja. Voll nice. Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Elfenlied! Moment, bald. Das ist Elfenlied! Das ist Lilium! Okay. Ja, stimmt. Ich brauche einfach nur den Anfang zu hören und schon weiß ich das. I need to poo. That butt is funny. Touch it or no. Or we die. Mega Man. Ich glaube, die Anime-Version. Mega Man. Ja, die Anime-Version von Mega Man. Die habe ich auch ganz gerne gesehen. Anyways, the Collection, ja. Das ist ein Spiel. Aber das. Vom Cover. Aber den Anime zu diesem Opening habe ich richtig gerne gesehen. Mhm. Yu-Gi-Oh! Ja! Yu-Gi-Oh, Alter. Hey? Das ist die Langversion. Achso. Beyblade. Ja, Staffel 1. Habe ich damals so gefeiert. Ich habe irgendwo noch einen alten Beyblade rumliegen. Die sind ja im Moment richtig teuer. Ja, ich habe als Kind auch immer voll auf Beyblade gespielt. Es war bei uns in der Schule und auch im Freizeitpark, wo die Anipara stattfinden wird im nächsten Monat, richtig angesagt. Wir haben fast jeden Tag ein Battle-Turnier gehabt. Das war richtig nice. Die ganze Zeit über. Ich weiß gar nicht, welchen Blade ich da hatte. Ich hatte so eine richtig spezielle Edition von dem, den Kai hat. Ah. Der war orange. Ich habe nachgeschaut, wie viel der kostet. Um die 200. Uff. Alleine der Blade. Scheiße. Halt und
mit dem neuen Metal Fusion habe ich einen Lichtschalter von mir kaputt bekommen. Ich habe einfach nur so wie in der Serie Let Rip Buff einmal wirklich so gegen die Wand und da lang geschrammt und dann das Teil kaputt bekommen, in zwei Teile zerteilt. Scheiße. Lebensgefährlich. So, Endstand. Endstand. Wow. Du kannst raten. 12 zu 13 für mich. Ja, ja, hat recht. 12 zu 13 für ihn. Schon nice. Schon gut. Nicht nice. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.